Hallöchen, ich bin Anita vom Channel Anita Girlytainment. Hallo zu einem neuen Video zum Probereiten von einer Schimmelstute. Gott, ich freue mich extremst. Vielleicht weißt du ja, ich bin ja der riesengroße Schimmel-Fan, habe ja 4 eigene Pferde und von den 4 sind 3 Schimmel. Und wir probieren heute eine Holsteiner Lipizzaner Mixstute aus. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Werden da mal Probereiten fahren, weil die steht nämlich zum Verkauf und nehme dich da jetzt mit der Kamera. Das Ding ist nur, vielleicht weißt du ja, ich habe 4 eigene Pferde, deswegen ist dieses Pferd nicht für mich, sondern für meine Freundin. Und die habe ich auch mitgenommen, damals zum Probieren vor 2 Jahren auf die Fohlenwiese, wo wir ganz viel Spaß miteinander hatten. Hallo. Du hast ja auch schon ein paar Zaungäste. Was macht die da? Was macht die da? Das ist die Jill und um sie geht's heute. Und wir suchen gemeinsam ein neues Pferd für sie. Ein neues Pferd, weil sie eigentlich gar kein Pferd hat. Also sie hatte jahrelang Reitbeteiligungen und ich habe sie im Studium bei Pferdewissenschaften kennengelernt. Und wir sind richtig gute Freundinnen und werde sie jetzt auf jeden Fall auch begleiten auf der Suche nach ihrem eigenen Pferd. Also vielleicht ist es auch diese Stute. Los geht's! Und da ist die Jill! Hallo! Und wie groß ist deine Vorfreude? Wie gespannt bist du? So. Okay. Wir sind da und ich glaube, da wird es jetzt auch gerade schon warm geritten hier. Chill. Was ist so dein erster Eindruck? Schimmel halt. Na, ich bin gespannt. Sag Sebastian, was dein erster Eindruck ist. Ja, Sebastian. Er hat 4 Beine und ein Schwein. Ja, Pferd. Ah, ein Pferd. Ab geht's. Die schaut echt aus wie die Doppelgängerin von der Rubinesca. Und jetzt wird sie uns vorgeritten. Kleines Würmchen. Wie gefällt sie dir? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Hat leider mit Ausbinder. Das wäre leider nicht ganz so cool. Aber vielleicht kommt der jetzt raus. Chillt er jetzt gerade in der Sonne. Und hat das Set, finde ich, halt mega von der Farbe. Die macht aber einen voll zufriedenen Eindruck. Ja, die ist total brav. Ja, die ist wirklich den Kindern ganz, ganz lieb. Ja, ich habe da Fotos, da ist die Allee gerade da und meine Kleinste mit 9 Monaten umgesessen. Die Mädels sitzen zu zweit oben ohne Sattel und reiten mit Halfter und Strick herum. Das ist ja das Allerliebste. Ja. Du, aber ich habe okay, Chill ist schon bereit. Schnell die Haare aus. Noch nie so wenig Zeit gehabt ja. zum Reiten. Na, ich bin dann geht's gleich los für die Chill. Bin gespannt, was sie dann sagt. Da mit Aufsteighilfe. Ich finde das so witzig, weil die einfach 1:1 aussieht wie die Rubinesca. Schaut so bequem aus. Jetzt probiert es auch der Freund von der Jill. Weil die Jill kauft sich ein Pferd nicht nur für sich, sondern eben auch ein Pferd, damit sie ihrem Freund das Reiten beibringen kann. Und jetzt muss natürlich er auch sagen, ja, passt oder passt nicht. Thank you.
Hat er schon Freunde oder wie? Guck, guck, das ist das nächste Pferd, das den Kopf so auf mich drauflegt. Jawohl. Nuckelt am Daumen. Da hinten steht jetzt im Offenstall die Pilota, so heißt sie, 12 Jahre ist sie alt. So chill, also die Sonne blendet jetzt auch nur dezent. Was sagst du? Ein super Pferd, finde ich. Total ruhig und ich finde es eigentlich auch total hübsch. Aber ich muss halt trotzdem noch drüber nachdenken. Ja, voll. Also am besten auch beim Pferdekauf einfach nichts überstürzt machen. Sondern man muss sich das echt gut überlegen, weil das ist ja auch fürs Pferd dann auch blöd, wenn du dann einfach schnell irgendein Pferd dann einfach kaufst und dann halt, ja, das, was ihr dann überall immer hintransportieren, das muss ja auch nicht unbedingt sein. Also schreib mir auch gerne deine Meinung, was du machen würdest. Würdest du sie nehmen? Ja, nein, vielleicht. Deine Meinung auf jeden Fall jetzt in die Kommentare. Und ich hatte dich auf jeden Fall am Laufenden. Vielleicht geht die Suche weiter oder vielleicht hat sie da begonnen und gleich geendet. Also, danke fürs Zuschauen. Kostet abonnieren nicht vergessen. Ich verlinke dir da noch zwei weitere Videos und bis dann. Tschüssi.